Okay, beschaffe den ID-Tag des Chip-Agenten. Was ist denn das hier? Überbrückungskabel, yay! Okay. Der sieht hier aber nicht sehr gesund aus. Moment. Wir haben jetzt das Überbrückungskabel. Da müssten wir doch eigentlich da vorne das Dings aufmachen können jetzt. So, okay, jetzt können wir. Schwierig. Ei, 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 ei. Oh. Gerade so. Oh, ist hier irgendwas Interessantes für uns? Außer so ein Dings. Munition. Spezialkugel. Oh oh. Wenn wir schon mit Spezialkugeln hantieren müssen. Na, Hut ab, ey. Ja, das war's. Zusatzstoff. Mein Gott. Okay, dann lass mal schauen. Was haben wir denn da? Überbrückungskabel. Gesundheitsflüssigkeit. Die wird von Pharma-Sekunden Enterprise hergestellt. Okay, warte mal. Combo. Geht nicht. Geht nicht. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal schauen. 17%. Ja, ich glaube, es wäre mal Zeit, das Zeug reinzupfeifen. So, jetzt müsste es uns ja gleich besser gehen. Ja, es geht nach oben. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Na dann mal los. Restroom. Umkleide. Ein Spind. Na, da ist doch irgendwas ist doch da, aber. Na. Oh, komm schon. Na. Kann doch nicht wahr sein. Leck mich doch am Fuß, ganz ehrlich. So. Da. Du siehst es aber auch nicht, ne? Und dieses F hier ist so. Alter. Oder nicht? Keine Lust hat, die ganze Zeit rumzubasteln. So, wir haben jetzt Maternity. Wo sind wir denn? Okay, einmal geht's darum, darum. Labor 1, Labor 2. Mal gucken, was hier ist. Aha. Und tschüss.
Psychotropfen. Seine Frau. Weiß nicht, ob wir hier richtig hin sind. Zack. Keine Rücksicht auf Verluste. Tür. Wo sind wir denn jetzt hier? Lass mal gucken. Da unten. Hallo? Leg dich schlafen. Da steht auch schon wieder jemand. Hallöchen. Ja, wer kennt's nicht, ne? Munition im Patientenzimmer. Wer kennt's nicht, wenn's mal schnell gehen muss? Tja. Okay. Werkzeug, okay. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen, also. Okay. Das wäre jetzt gewesen, wenn er hinter einer gestanden hätte. Oh. Bleibst du wohl liegen? Psychotropfen. Dr. Jennings Audioprotokolle. Ja, Patronen. Wenn du mal Verstopfung hast. Magnum. Eine Magnum. Lass mal kurz gucken. Magnum. Audio. Da haben wir doch was. I knew it. I just freaking knew something like this would happen sooner or later. We've been playing God, but now we cannot escape the herbis of our astounding progress. The company, the government, decades of malevolent work, and my God, I helped them. And now, it's time to pay for our sins. Christ, what have we unleashed? Tja, was habt ihr getan? Jedenfalls nichts Gutes. Nee, da sind wir gekommen, ne?
Ja, da sind wir gekommen. Kann sich hier auch verirren. Bleib gefälligst liegen. Wehe, wenn ich eine Knarre habe. Sam here. Can you hear me, Doc? I'm in room 10. Mr. Mooker, what a pleasure to hear from you. Glad to know that you're still a fine specimen of good health. I can't imagine what you went through was easy. But the next step should be much easier. What am I supposed to do exactly? I don't see anything. Not to worry, Mr. Walker. You're in the right place. Although you can't see it, there's a special door in that room. Now approach the wall directly across from you with your DID. Eh? Aha. Hexachor Geheimräume. Schau mal an. Diese Räume können überall in Kent-Zeit gefunden werden. Sie werden von Hexachor Kent genutzt, um die Stadt aus dem Schatten zu überwachen. Ist interessant. Um diese geheimen Bereiche freizuschalten, benötigst du das DAG. Das Gerät fängt leise an zu piepen, wenn sich Spieler in einem geheimen Turnier nähern. Es ist empfehlenswert, die Standort aller dieser Spezialräume aufzusuchen. Okay. Ja. Guck mal einer an. That's right. As you can see, thanks to that extraordinary device on your arm, you can access hidden rooms filled with the most highly classified materials. Now let's move on, shall we? In that room, around there somewhere, is the body of one of my men. A cleaner who decided to make a unilateral decision. What you must do is cut his right wrist and retrieve a small microchip implanted beneath the epidermis. A clean and simple procedure, wouldn't you agree? Now what the fuck else has to happen? Hidden doors? Implants with damn chips? Mr. Walker, I want you to listen very carefully. There are many forces at play which, unlike myself, you just aren't privy to. All you must do is do exactly as you're told, no matter how unsettling nor utterly unpleasant it may seem. Now hurry up and bring me that chip. Over and out. Okay, machen wir gleich. Status fehlgeschlagen. Notizen. VJ02 wird höchstwahrscheinlich der letzte aktive Proband von Phase 1 sein. Ein Dinosaurier gewissermaßen. Phase 1 wurde in den frühen 40er Jahren konzipiert, etwa zur selben Zeit, als das Verteidigungsministerium und die CIA die Niederlassung von Hexachor Biogenetics in Kentside ermöglichten. Sie stellte den ersten tatsächlichen Biochemiewaffentest dar, den die Regierung an ihren eigenen Soldaten durchführte und ist im Grunde die Mutter des MK-Naomi-Programms. Der Proband VJ02 namens Roland Reds war ein junger Armeeoffizier, der mehrere Missionen höchster Geheimhaltungsstufe erfolgreich abschließen konnte und später im Zweiten Weltkrieg für eine Kampagne rekrutiert wurde, die so waghalsig war und so stark unter Verschluss gehalten wurde, dass wir selbst heute nicht viel darüber wissen. Bisher ist VJ02 der einzige überlebende Proband. Er wurde einer solchen Fülle an Experimenten unterzogen, dass wir nicht mal mehr in der Lage sind, nachvollziehen, wer ihm welche Stoffe in welchen Dosen verabreicht hat. Man könnte den Forschern mit ihren übereilten und unorganisierten Experimenten dafür die Schuld zuweisen. Sie kamen und gingen im Laufe der Jahre und ihre Arbeit resultierte letztendlich im gegenwärtigen Status dieser äußerst starkköpfigen und doch bemitleidenswerten Kreatur. Aufgrund der Tatsache, dass die Aussicht auf Erlangen neuer Daten wegen des Halbwachkomas der Testperson äußerst gering ist, haben wir die Entscheidung getroffen, dass weitere Forschungen an diesem Dinosaurier zwecklos wären. Befehle: Reinigungsprotokoll an Probanden VJ02 aktivieren. Der Proband wurde vor einigen Jahren aus dem Krankenhaus entlassen und residiert nun in seinem Heim
in Außenbezirken, um potenziellen Konflikten mit den übrigen anderen Probanden, die gegenwärtig in den Räumlichkeiten getestet werden, vorzubeugen. Sie müssen den Hexacore-Verantwortlichen im bezeichneten Quadranten sofort benachrichtigen, damit er den Probanden innerhalb der nächsten 48 Stunden für uns beseitigen kann. Keine weiteren Details. Dr. N. Tyler, leitender Vorgesetzter von Ebene 4, Logistik und Test Hexacore Biogenetics. Ah ja, okay, dann mal los. Greif auf das heißt Virtual Environment und Town ID-Tech aus. What? Das Lagersystem wird verwendet, um alle zusätzlichen Ressourcen, die ein Agent nicht mehr auf einer Mission tragen kann, sicher aufzubewahren. Du kannst sie dank der unterirdischen Verbindung zwischen den Hexacore-Anlagen bei jedem Terminal in der Stadt zurückholen. Das Handelssystem wird verwendet, um sicherzustellen, dass Hexacore-Personal stets mit den passenden Ressourcen ausgestattet ist. Über diesen Tab kannst du Gegenstände austauschen. ID-Tags zurück, die unter den Haut von Hexacore implantiert wurden. Damit kannst du zusätzliche Informationen über die Agenten freischalten und manchmal eine Belohnung erhalten. Speicherstände. Über den Speicherstab kannst du Fortschritt deiner Mission sichern. Alles klar. Sehr nice. Gegenstände. Handeln. Ausdauerflüssigkeit. Aber ich laufe schon seit 5 Jahren in einem lächerlichen Outfit herum, während meine Kollegen schicke weiße Mäntel und Stethoskope. Okay. Ja, wir möchten diesen Slot speichern. Danke. Okay. Den Rest lassen wir mal. Kommen wir hier raus? Nein. Okay. Hallo? Wie geht's denn raus? Würde gerne raus hier. Keine Tür, nix. F Garten ist noch zu. ID-Tags. Übel, Wasservorrat, Dr. Quaid. Hochgespitzt G22 Munition, Gesundheitsflüssigkeit. Okay, das ist das. Aber wo kommen wir jetzt wieder raus? Weil ich sehe hier nichts. Das ist jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Überbrückung, Zusatzstoff. Warte mal. Okay, das geht. SE Mentalflüssigkeit, ein schnell wirkendes und starkes Aufputschmittel. Okay. 77%. Ziel. Folgenden Greif auf Hive und tauschen ID-Tag austauschen. Alles klar, den ID-Tag sollen wir austauschen. Die 3. ID-Tags austauschen. Kehre zum Doktor zurück. What the hell is going on in this place? Secret control rooms? Continuous monitoring of the citizens of Keen Sight? How is it possible?
Umbrella lässt grüßen. Jetzt muss ich aber noch mal schnell speichern. Echt, echt krasse Nummer hier, ganz ehrlich. Halt Umbrella, ne? So, und... Aha. Echt, echt krass hier, ganz ehrlich. Okay, da geht's nicht lang. Wow, wow! Wow, 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 wow! Freundchen Kralle. Edgar Friendly. Kann ich immer noch nicht aufmachen. War jetzt aber unfreundlich. Da liegt noch was. Energiedrink. Na? Hier waren wir schon drinnen, genau. Okay, warte mal. Garten. Das erinnert mich sehr, sehr an Resident Evil. Teil, ich glaube Teil 3. Teil 3? Teil 3 oder Teil 2 war das? Sind wir da unten? Da kommen wir nicht hin. Zum Dingsfarmer dahin. Wir können einmal ganz durcheiern. Mal ganz kurz, da unten, Labor 2, da oben ist dicht, der Garten ist zu, also müssen eigentlich geradeaus hoch, dann in den roten Bereich, ja, also okay, alles klar, geradeaus zu. Müsste mal richtig sein, ne? Lass mal kurz gucken. Ja, genau. Rechts rum, geradeaus, alles klar. Oh oh. Ach, shit, Munition verschwendet. Nachladen. Genau, nehmen wir die etwas härtere Munition. So, wo sind wir? Okay, da sind wir jetzt, alles klar. Gehen wir mal geradeaus durch. Mhm.
keinen Schlüssel. Okay, nochmal kurz gucken. Orientierung ist alles. Geradeaus geht's weiter. Da ist eine Treppe. Das Ding ist zu. Oh, wo, wo, wo. Ah, hier. Steht ja immer noch. Da brennt es. Kommen wir hier nicht rüber? Da ist eine Tür. Sehe aber noch nicht, wie wir da rankommen. Mein Inventar ist voll. Ich werde irre. Das erste Mal, dass unser Inventar voll ist. was haben wir denn da? Überbrückungskabel, Zusatzstoff. Machen wir einfach Kombi. Energieriegel. Ich sehe noch nicht, wie wir da rankommen wollen. Kommen wir da rüber so? Nee, ne? Springen können wir ja nicht. Emergency Gate. Ja, das ist auf jeden Fall eine Tür. Und dann kommen wir nicht ran. Ist ja auch hot. Dafür benötigen wir einen Schlüssel. Den wir nicht haben. Oh. Ja, komm ruhig. Wow, 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 wow. Steht nochmal auf. Unglaublich, oder? Alter, ist das... Alter, was macht er mit der Tür? Was macht er mit der Tür? War. Bist du jetzt endlich tot? Gott, hält das Vieh was aus. Dafür möchte ich nicht unbedingt mehreren begegnen. Hier liegt auch noch was. Inventar ist voll, okay. Machen wir nochmal unser Mentalflüssigkeit, Psychotropfen. F. Dann machen wir so. Aber, wisst ihr was? Wir machen beim nächsten Mal weiter, am nächsten Mittwoch. Für heute machen wir schon einen Schluss. Muss man mit dem Hund nämlich raus. Und dann noch ein bisschen was vorbereiten, etc. pp.
Wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag. Denkt dran, Samstag schon um 12 Uhr, 12 Stunden Stream. Und ihr dürft auf gar keinen Fall schon mal die Einleitung verpassen um 12 Uhr. Also es wird schon mal ganz anders. Kann ich euch versprechen. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich für heute auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst gerne ein Däumchen, wenn ihr mögt. Däumchen sage ich schon. wie gesagt, Clipping und so weiter ist natürlich erlaubt und wir sehen uns am Samstag. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis Samstag. Macht's gut. Fahrt morgen vorsichtig. Lasst es euch gut gehen und na, immer schön aufpassen. Also bis Samstag. Tschüss. The nightmares from that day never let go. Neither did the wounds. I survived hell once. The whole town is gone. That freak creature, I've never seen anything like that. It's not like the others. Can anyone hear me? But I left the gate wide open. Leave the town and search. And this time, the devil has come to claim his due. You really think you can walk away from this? Sandman. How is this possible? I won't leave another man behind.